entweder verstehe ich alles falsch oder ich interpretiere wahnsinnig viel rein. Ich muss mit Moritz reden. Ich musste das Buch dann wirklich auch, ich glaube, 3 oder 4 Mal lesen, bis ich das verstanden habe. Hoffentlich geht das allen so. Ich habe immer wieder Punkte gehabt, an denen ich das gelesen habe, was ich geschrieben habe, und mich selber gefragt habe, wie bist du denn darauf? Was? Es geht um ein Ehepaar, Hagen und Caroline, die zusammen wohnen in so einem Reihenhaus. Vielleicht fahren wir einfach mal in den Urlaub. Sie liegen in ihrer Satin-Bettwäsche und schweigen sich an. Und sie hat eine Schlafbrille auf und ich weiß nicht, wer von beiden schon mehr tot ist. Er kann nichts dagegen machen, schläft ein und träumt dann intensiv, unter anderem eben von einem jungen Mann. Der Nico, ein kleiner Kriminellen, ein junger Typ, der tendenziell mit seinem Leben eher überfordert ist. Dann stellt sich irgendwann heraus, es gibt diesen jungen Mann wirklich. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber du musst mir glauben. Hör mich los! Wer bist du? Es geht um Träume, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Bis zu dem Punkt, wo die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwinden und dann gibt's auf die Fresse. Das Wichtigste ist aber, dass sie erst einmal zur Ruhe finden. In Caroline sieht Nico, glaube ich, so das Leben, was er selber nicht hat. Genauso intensiv sind die Begegnungen mit Ela. Ela ist ein Geheimnis, eine Angst, vielleicht auch eine Sehnsucht und eine mögliche Rettung. Wenn du was ändern willst, dann musst du an den Anfang zurück. Fast alle großen Filme, die ich wirklich mag, sind immer Genre-Mixes. Bist du wach? Du musst die Grenzen der Realität testen. Wieder Kreisel in Inception. Man merkt wirklich, dass der Anspruch hier war, eine neue Erzählform zu finden und auch fürs Kino irgendwie spannend und extrem und andersartig zu erzählen. Wir haben einen sehr starken Kameramann hier gewonnen, der Thomas Kienast. Das ist einfach ein Bildzauberer. Der Mann ist ein Universum für sich. Geil, super. Danke, aus. Es hat viel mit Spiegeln zu tun. Wenn man sich einen Spiegel anguckt, kann man immer überlegen, wo will ich und wer will ich eigentlich sein. Und ich glaube, damit spielt halt Cortex sehr viel. Cortex ist auf jeden Fall ein psychologischer Thriller. Also ein Film, der sich vielleicht nicht gleich beim ersten Mal erklärt. Das ist Genre at its best, das ist spannend, das ist Adrenalin, das ist Mindbender. Sehr atmosphärisch, wie eine Welt, die größer ist als unsere, in der alles noch ein bisschen actionreicher ist. Ich glaube, das, was unser Gehirn fähig ist zu leisten, das ist ein so wahnsinnig spannendes und unergründetes Ding. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Guckt's euch an.